Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tipp wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Das Halbfinale steht an, leider ohne Deutschland. Ich finde, das hat dem Ganzen schon so ein bisschen den Stecker gezogen. Trotzdem sind das durchaus interessante Partien. Hoffen wir mal, dass es auch spannende Spiele werden, in denen sich vielleicht jetzt endlich mal alle Mannschaften bemühen, auch schön Fußball zu spielen. Gehe ich mal nicht von aus, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Es geht los mit Spanien gegen Frankreich. Viel Spaß! Spanien gegen Frankreich, Halbfinale Nummer 1 am Dienstagabend. Die Spanier setzen sich in der Verlängerung spät gegen Deutschland durch. Frankreich warf im Elfmeterschießen Portugal aus dem Turnier. Spanien in den roten Trikots, die leicht favorisierte Mannschaft, da sie eben den besseren Eindruck bisher im Turnier gemacht hatten. Die Franzosen wollten über den kompletten Turnierverlauf noch nicht so richtig überzeugen, aber es ist nun mal das Halbfinale, das dasteht, und so viel kann man ihnen dann sicherlich nicht vorwerfen. Die erste Aktion gerade, Mbappé im Abseits. Es ging also nach vorne für die in weiß gekleideten Franzosen und sie kamen früh in den Strafraum. N'Golo Kanté aus der zweiten Reihe, dann aber Unai Simon wehrte ab zur Ecke, knappe Viertelstunde gespielt. Sehr spielbestimmender Auftritt von Frankreich und hier ist es Unai Simon, der den Ball gerade so noch abwehren kann. Spanien kam hinten nur schwer raus. Ousmane Dembélé dreht sich da um seine Gegenspieler rum und kommt dann auch zum Abschluss. Wieder Unai Simon, der klasse pariert. Das ist so eine Phase gewesen, wo Frankreich auf jeden Fall einen Treffer hätte machen können. Von Spanien nach vorne doch recht wenig zu sehen. 10 Minuten noch knapp bis zum Seitenwechsel. Abermals Frankreich. Antoine Griezmann setzt sich durch und schließt dann aus der Distanz ab. Mit dem Außenriss, der hätte wohl gepasst, aber aus der Distanz ist das sicherlich für Unai Simon eine seiner leichteren Übungen. Kurz vor der Pause dann nochmal eine Standardsituation. Griezmann bringt den knapp auf den Elfmeterpunkt und Hernandez per Kopf an den Querbalken. Sehr schmeichelhaft dieses Ergebnis für Spanien zur Pause. 0:0, da hätten sie sich nicht beschweren dürfen, wenn sie 1, vielleicht sogar 2:0 in Rückstand gelegen hätten. Aber es war für Frankreich noch nicht wohl an der Zeit, einen Treffer zu erzielen. Dennoch spielten sie in der zweiten Halbzeit genauso gut weiter. Griezmann, scharfe Flanke, Dembélé aber von Cucurella noch gerade so gestört. Dennoch war es eine enttäuschende Offensivleistung von Spanien. Da hatte man sich doch deutlich mehr erwartet. Über eine Stunde jetzt schon von der Uhr und weiterhin nur Frankreich. Doch Unai Simon war bislang der Endgegner für jeden französischen Schützen, der es probierte. So auch in der Nachspielzeit. Griezmann plötzlich frei und plötzlich geht der Ball auch rein. Im letzten Moment des Spiels macht Frankreich tatsächlich noch den Siegtreffer. Hochverdient, darüber muss man gar nicht sprechen. Aber trotzdem bitter für Spanien in der allerletzten Minute, in der letzten Sekunde der Nachspielzeit. Doch das haben sie sich selbst zuzuschreiben. Sie fliegen im Halbfinale raus. Frankreich mit dem Last-Minute-Treffer, aber vollkommen verdient, ziehen sie ins Finale ein. Die Niederlande gegen England, das zweite Halbfinale, das findet statt in Dortmund im Westfalenstadion. Keine Sponsoren nennen, wir sind ja schließlich bei der UEFA, da gibt es keine Werbung. Erste Aktion von den Niederländern, nach gerade mal 4 Minuten ist es Xavi Simons, der nach einem Freistoß aus dem Mittelfeld ansetzt, der Ball strahlt jedoch keinerlei
Gefahr aus. Trotzdem die orange gekleideten Niederländer mit einer guten Leistung. Memphis Depay scheitert an Pickford. Sehr gute Möglichkeit. Lässt er sich nicht so häufig nehmen. So eine Chance dieser Güteklasse. Dann aber auch mal England. Setzte sich ja gegen die Schweiz im Elfmeterschießen durch. Die Chance ist riesengroß. Doch der Ball geht knapp am Tor vorbei. Doch die Engländer, sie wurden besser. Harry Kane macht den Ball gut fest, treibt ihn dann ein bisschen, hat das Auge für Phil Foden. Und nach 44 Minuten steht es 1:0 für England. Aber was für ein Pass von Harry Kane. Perfekt auf Phil Foden, der klasse eingestartet ist. Und Verbrüggen dann keine Möglichkeit gibt, mehr abzuwehren. Ausgeglichene erste Halbzeit. England mit der besseren zweiten Halbzeit der ersten Halbzeit. Auch wenn es komisch klingt, ist aber so. Die Niederlande musste jetzt etwas tun, um zu verhindern, rauszufliegen. Aber gegen die Türkei drehten sie auch einen Rückstand. Sie probierten es. Memphis Depay bleibt aber erstmal an Stones hängen. England jetzt doch ziemlich tief und sehr mannorientiert unterwegs. Es funktionierte nicht mehr allzu viel bei den Niederlanden. Viertelstunde noch zu spielen. Dumfries auf Kakpo. Aber die Flanke zu schwach. Pickford sichert sich den. Und die Niederlande kamen dann gegen das englische Bollwerk nicht mehr durch. Es blieb beim knappen 1:0 für England, die damit nach 2021 zum zweiten Mal in Folge im Finale stehen. Jo, das war's mit dieser Prognose. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Ansonsten bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Haut rein und adios.